Ja, grüßt euch, ich bin's Bernie von Airsoft of Desire und heute geht es um das Review der Cyma CM121 optisch die Desert Eagle. Natürlich wollen wir uns nicht eine ganz normale CM121 nehmen, sondern nehmen uns natürlich gleich die in der Generation 2, kostet 99 Euro bei Begardi. Vielen Dank an dieser Stelle natürlich wieder fürs zur Verfügung stellen dieser AEP. Ihr habt richtig gehört, es ist eine AEP, das heißt für alle unter 18-Jährigen ab 14 natürlich auch zu bekommen. Link ist in der Videobeschreibung und wir fangen mal an mit dem Review. Ja, da ihr kein Unboxing gesehen habt zu dieser schönen Cyma CM121 in der Gen 2, fangen wir natürlich erstmal an mit dem Lieferanfang und der Verpackung. Wir haben hier, wie gesagt, den schwarzen Karton mit der Bezeichnung mit einem Bild. Hier steht zwar aufgedruckt, must be 18 years of age or older to purchase. Stimmt natürlich nicht, wir haben hier die unter 0,5 Joule Variante. Machen wir das Ganze mal auf. Haben von Begardi wieder ein beiliegendes Messprotokoll geschossen mit 0,2 Gramm BBs. Hier haben wir dann konstante 0,40 Joule. Auch beiliegen haben wir die Bedienungsanleitung einmal in nicht unserer Sprache. Nein, wir haben es einmal auf Englisch und einmal auf Japanisch. Wir haben beiliegend einen kleinen 7,4 Volt LiPo-Akku mit 300 mA. Das ist ein Mini-LiPo. Ne? Dazu komme ich aber später auch nochmal, warum dieser denn dabei ist. Auch haben wir dabei eine kleine Packung BBs, einen Speedloader und natürlich die Waffe selbst mit bereits eingeführtem Magazin. Und zu guter Letzt ein Laufreinigungsstab. Die Waffe hat eine Länge vom längsten Punkt vorne bis hinten zum längsten Punkt ungefähr 27 cm. Beginnen wir doch mal mit der Waffe selbst. Wie gesagt, wir haben hier die Cyma CM121 in der Gen 2. Natürlich, was ist die erste Frage, die man sich dabei stellt? Was hat sich zur Generation 1 verändert? Verändert hat sich, dass wir ein Jet vom Micro MOSFET verbaut haben und dazu einen passenden Mini-Lipo, 7,4 Volt, ihr habt ihn schon beim Lieferumfang gesehen, mit JST-Anschluss. Den zeige ich euch natürlich auch nochmal ganz kurz. Das ist der JST-Anschluss bei dem Lipo selber. Wie gesagt, der ist beiliegend, bringt natürlich der Waffe dann nochmal ein schöneres Schussbild und natürlich auch eine bessere Schussfolge, einfach durch die Mehrkraft, die wir dabei erzeugen können. Mit mehr Kraft meine ich in diesem Punkt natürlich, dass das Ansprechverhalten der Gearbox mit der Verarbeitung des Ganzen dann einfach besser wird. Um die Waffe selbst dann doch nochmal ein bisschen genauer zu beschreiben, wir haben den kompletten Schlitten aus Metall gefertigt und das untere Gehäuse inklusive Griffschein ist aus strapazierfähigem ABS-Kunststoff. Bringt dem Ganzen, wie gesagt, ein sensationelles Gewicht von ca. 930 Gramm. Wie gesagt, 27 cm ist für eine Handfeuerwaffe dann doch sehr, sehr lang. Wie gesagt, ich habe einen XXL-Handschuh von der Handflächengröße, sage ich mal her. Und das Ding ist dann doch wirklich schon sehr, sehr lang. Außerdem wichtig natürlich zu sagen, wir haben, da es eine unter 0,5 Joule Waffe ist, natürlich die Möglichkeit, einzeln oder eben vollautomatisch zu schießen. Auch natürlich sehr interessant, wenn wir uns die Optik des Ganzen dann einmal doch genauer anschauen. Wie gesagt, wir haben die Anrohrung an der Griffschale vorne, hinten und dass uns das Ganze dann doch sehr gut in der Hand liegt und wir kein Rutschgefühl bei der Waffe selbst haben. Und wir haben auf der Unterseite dann nochmal eine Rail zum Anbringen von Laserlichtmodulen, Laser oder halt Lichtmodulen als einzelnes, Taschenlampen etc. natürlich außer Betrieb gesetzt, in Deutschland natürlich nur als Attrappe erlaubt. Natürlich ist auch das Hop-Up einstellbar, das zeige ich euch gleich beim Auseinandernehmen der AEP. Ist ganz, ganz einfach. Wir haben eine Metal Gearbox verbaut, die zeige ich euch auch gleich noch. Und wie gesagt, im Groben und Ganzen kommen wir erstmal zu den Markings und dann schauen wir uns das Ganze innen an. Dann zeige ich euch nochmal die Gearbox und das Hop-Up. Ja, mit den Markings können wir uns das Ganze sehr, sehr einfach machen, denn wir haben kaum Markings auf dieser Waffe. Das Einzige, was wir haben, ist Begardi unter 0,5 Joule und das Gen 2 auf der Unterseite des Abzuges. Stellt gerade scharf, ihr seht es. Wie gesagt, sonst nur noch hier Made in China und das war es dann auch soweit mit den Markings und ja, gehen wir weiter zur Waffe in.
um die Waffe zu zerlegen, den Akku einzustecken und natürlich auch das Hop-Up einzustellen oder zu reinigen, öffnen wir die Waffe natürlich. Das geht ganz, ganz einfach. Wir entnehmen zuallererst das Magazin. Das sollte man immer tun. Na, dazu komme ich gleich nochmal genauer. Den umgangssprachlich genannten Hammer, beziehungsweise dann doch eher Schlagbolzen, einmal nach hinten und können das ganze obere Teil einmal entfernen. Wenn wir das getan haben, sehen wir hier oben auch schon das Rädchen zum Einstellen des Hop-Ups selbst. Wir haben hier unten die Metal Gearbox verbaut. Man sieht den oberen Teil davon definitiv. Außerdem haben wir dann hier oben auch gleich den Lauf von oben zu erkennen und auf der anderen Seite den Stecker zum Einstecken des Lipos. Genau, eingesteckt wird der Lipo, wie gesagt, über den kleinen JST-Anschluss. Das geht ganz, ganz simpel, wird einfach nur eingesteckt, hiermit eingelegt. Ja, um das Ganze wieder zusammenzusetzen, legen wir einfach den Schlitten wieder oben drauf, passen auf, dass wir uns kein Kabel quetschen, nehmen den Schlagbolzen nach hinten, gucken, dass es hinten passt, entspannen den Bolzen wieder und das Ganze sitzt wieder bombenfest. Zum Magazin, wir haben ein kleines Startmagazin, ganz normal gespannt mit einer Feder. Es ist ein Metallmagazin, wie gesagt, wir haben hinten die Schrauben zum Entfernen, sage ich mal, des Hinterblechs, um die Feder meinetwegen des Magazins dann auch zu reinigen, falls diese mal schlecht ist und oder zu ölen. Wie gesagt, mit dem beiliegenden Speedloader können wir hier oben auch 1A die BBs einfüllen. Ist ein ganz normales, schlichtes Magazin. Kommen wir nun zum Schusstest der CM121 Gen 2. Gehen wir erstmal auf die 10 Meter, gucken uns das Ganze an im semiautomatischen Modus. Danach auf die 20 Meter im semiautomatischen Modus. Und dann werde ich einfach nochmal frei drauf los schauen, was der vollautomatische Modus mit unserer Zielscheibe anrichtet. Ich gehe erstmal auf die 10 Meter, bis gleich. Gut, wir sehen, von 10 abgefeuerten Schuss haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 auf der Platte selbst, sprich ringsherum verteilt ums Ziel. Davon 1, 2, 3, 4, 5 haben den Kreis gekratzt. Dementsprechend kann man sagen, das Ziel auf 10 Metern mit unter 0,5 Joule definitiv treffbar. Gehen wir mal auf die 20 Meter. Auf die 20 Meter kann man sehen, 0,5 Joule, die Energie lässt nach. In jedem Loch steckt die Kugel einzeln verteilt. Wir haben jetzt auf 20 Metern noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 und der siebte hier unten. Zwei sind im Styropor selbst gelandet und einer, der erste Schuss, einmal gegen die Metallwand. Dennoch können wir sagen, auch auf 20 Metern mit dieser 0,5 Joule, wie gesagt, Streukreis, eine Handfläche, das heißt, der Torso des Körpers wäre definitiv getroffen. Dementsprechend können wir sagen, eine sehr, sehr zuverlässige kleine AEP für den auch Fernkampf. Ich würde sagen, bis 30 Meter ist die Kampfreichweite, da trifft man definitiv noch sein Ziel. Und nun wollen wir natürlich auch mal den vollautomatischen Modus testen. Ich gehe nochmal auf die 10 Meter und streue einmal durch. Und auch hier können wir sagen, alle Kugeln, die wir jetzt im Magazin hatten, sehr schnell raus. Ziel wäre definitiv getroffen. Keiner ist daneben gegangen. Wir haben alles parat. Zielscheibe ist zerstört. Und ja, Schusstest hat mich sehr überzeugt. Ja, nachdem wir uns den Schusstest einmal angeschaut haben und festgestellt haben, dass diese AEP ihren Zweck definitiv erfüllt, für 0,5 Joule gemessene beim Chronographen von Begardi, können wir absolut nicht meckern. Wir haben eine Reichweite von 10 Meter getestet, wir haben die Reichweite von 20 Meter getestet und haben festgestellt, wir hätten auch auf 30 Meter noch zielgenau getroffen mit dieser AEP, definitiv als Backup geeignet und für knapp 100 Euro, sprich 99 Euro mit dem verbesserten Lipo und dem MOSFET, können wir sagen, wir haben ein sehr gutes Ansprechverhalten, wir haben keine Gear Jams, wir haben eine super Backup, die uns definitiv nicht im Stich lassen wird, die optisch natürlich sehr, sehr schön ist, hat jetzt nicht unbedingt viele Markings, was natürlich den einen oder anderen stören würde, gerade die Sammler unter uns. Dennoch können wir sagen, als Backup definitiv geeignet. Wir können auch sagen, für Anfänger
definitiv auch geeignet. Wir haben hier auch eine Waffe, mit der wir im Zweifel auch im Primärspielfeld unterwegs sein könnten. Na, also definitiv machbar. Schießt besser als die ganzen Dual-Power-Geschichten. Dementsprechend können wir sagen, das ist ein sehr, sehr schönes Gerät bzw. eine sehr, sehr schöne Pistole, die Syma uns da gegeben hat in der Gen 2. Definitiv zu empfehlen. Link ist in der Videobeschreibung. Danke nochmal an Begadi fürs zur Verfügung stellen. Ich bin's, Bernie, erst auf Desire. Bei Fragen einfach in die Kommentare, bei Wünsche zu Reviews, zu bestimmten Geräten, zu bestimmten Waffen, zur Gear etc. Schreibt es in die Kommentare. Ich schaue, was ich machen kann und danke euch immer für alles. Bis dahin, ciao, ciao.